Bevor Sie Ihren Quadrocopter starten können, müssen Sie erst einmal die Batterien in die Fernsteuerung einlegen. Schrauben Sie dazu mit dem beiliegenden Schraubenzieher die Abdeckung ab und setzen Sie die mitgelieferten Batterien ein. Vergessen Sie nicht, die Abdeckung dann wieder mit der Schraube zu sichern. Als nächstes schrauben Sie den Akkudeckel von Ihrem Quadrocopter, entnehmen den aufgeladenen Akku vom Kabel und setzen diesen ein. Sichern Sie die Akkuabdeckung dann wieder mit der Schraube. Verbinden Sie das Kabel des Akkus mit dem Kabel Ihres Quadrocopter. Stellen Sie sicher, dass Fernsteuerung und Quadrocopter eingeschaltet sind und verbinden Sie diese miteinander durch ein Hoch- und Absenken des linken Hebels. Wir wünschen einen angenehmen Flug.